Derby Time in Aachen, meine Lieben, und damit also moin moin und herzlich willkommen zum 28. Spieltag in der zweiten Fußball-Bundesliga, wie gesagt, mit dem absoluten Klassiker zwischen dem 1. FC Köln und Aachen. Aachen gleich mal schön, Parker wird gefault, kriegt gleich mal den Freistoß und es gibt die gute Möglichkeit nach 2 Minuten. Die gucken wir an, dann will ich noch ein paar Worte aber verlieren zum Spiel und zu den kommenden Wochen gleich mal die gute Möglichkeit gibt die Ecke. Komm, die gucken wir auch noch an. Danach sage ich ein bisschen was und dann schauen wir mal rein, ob wir hier vielleicht schon mal gleich mit 1-0 führen. Mal gucken, Schwenke oder Parker bisher eigentlich immer die Ecken schützen. Parker müsste es sein, Parker mit der Flanke. Matuschik muss nicht eingreifen, Czauner ist da. Hat das Ding sicher. Nee, was ich noch sagen wollte, es ist heute so ein bisschen die Generalprobe für das große Spiel im nächsten Part dann oder in der nächsten, in der nächsten Woche dann, zumindest was den FM angeht, gegen den FC Bayern München. Und ihr wisst Bescheid, beziehungsweise es ist so ein bisschen für mich die Generalprobe aufgrund der Tatsache, dass es heute auch ein richtig emotionales Spiel wird, zu Hause im Tivoli, wie gesagt im Derby, ich meine, dass es da immer mit Emotionen zugeht, ist ja mal sowas von klar. Von daher heute mal richtig Gas geben, gleich mal zeigen, was wir können und das dann am besten auch mitnehmen ins nächste Spiel gegen die Bayern. Gut gemacht, Parker! Erste Möglichkeit! Nach 8 Minuten aus dem Spiel heraus. Schön gemacht von Sean Parker hier. Aber der Ball verfehlt leider erstmal das Tor. Mal gucken, was die Kölner heute machen. Wie gesagt, es ist die letzte Chance für Köln, nochmal mit aufzuspringen auf den Aufstiegszug, um es mal so zu nennen. Sprich, die müssen heute wirklich gewinnen, um zumindest noch realistische Chancen auf den 3. Platz zu haben. Und die kommen gleich mal mit Bigalke. Bigalke will ihn durchstecken. Ball kommt nicht an, gut geklärt von Günther. Und jetzt ist erstmal Parker durch. Parker hat Platz und der ist mal richtig schnell. Guckt euch mal an, wenn der mal anzieht. Ey, krass. Verliert aber den Ball. Und wieder Bigalke. Der da ist. Es ist heute auch so ein bisschen fast schon oder in den nächsten Spielen, die noch auf uns zukommen in der Liga, so ein bisschen ein, ja, wie soll man sagen, ein Moraltest. Nee, wie nennt man das denn? Weiß gerade gar nicht, wie ich es nennen soll. Aber ihr wisst Bescheid, ne? Ich meine, in der Liga ist eigentlich alles gelaufen. Trotzdem sollten wir noch gute Leistungen zeigen. Also da können wir mal sehen, ob unsere Mannschaft trotzdem am Ball bleibt, ob die trotzdem noch, ja, titelgeil oder erfolgsgeil ist. Aber ich gehe mal ganz, ganz schwer davon aus. Und das werden wir auch heute wieder zeigen. Vielleicht sogar jetzt gleich mit dem Tor. Scheibel, schöner Ball auf Parker. Aber dann doch einen Ticken zu hoch. Da können die Kölner erstmal klären. Scheibel gegen Matuschik, kommt nicht ran. Bigalke ist erstmal durch, schöner weiter Ball. Aber die Abseitsposition da, ganz klares Ding. Schauen wir uns gar nicht erst an, sondern klicken gleich weiter. 16 Minuten sind rum. Ja, das Spiel bisher nicht gerade brutal geil. Also es ist noch nicht allzu viel passiert. Jetzt aufgepasst, wieder die Kölner. Nächste Abseitsstellung, klicken wir wieder weiter. Noch nichts Großartiges passiert, aber wir sollen uns oder wollen uns heute natürlich auch mal ein bisschen, ja, ich sag mal, ein bisschen Souveränität, noch mal ein bisschen Selbstvertrauen holen, das Ganze auch wirklich heute gut über die Bühne bringen. Die letzten 11 Spiele allesamt gewonnen, haben wir ja angeguckt, haben wir gesehen, und heute mit einer Niederlage dann letztendlich reinzustarten gegen Bayern wäre nicht so schön, sondern heute wirklich auch nochmal, wenn es geht, einen Sieg, mindestens einen Unentschieden holen. Das wäre so, die Zielsetzung für das heutige Spiel. Wir gucken rein, 2 Chancen bisher für uns von Köln. Kam noch gar nichts, aber auch das, ja, was wir gezeigt haben, war noch nicht das Wahre. Clemens spielt zurück auf Aif Afrivie oder so. Und dann der Freistoß, beziehungsweise das Foul gibt die gelbe Karte hier. Für wer ist es denn? Ich weiß es gar nicht. Für Nico Pütipüt. Also, klicken wir mal ein bisschen weiter. Frankfurt 1-0 gegen Pauli. Ich bin mal gespannt, wer so noch oben mitspielen wird. Ich glaube, Düsseldorf, Bochum und Köln waren so ein bisschen diejenigen, die da vielleicht noch eine Chance haben. Brücker! Drin das Ding. 25. Minute, da klatscht das Ding an die Latte, an den Boden und von dort ins Tor. Also allererste Möglichkeit für Köln und der ist gleich mal drin. Gibt's denn das? Guckt's euch an und da ist wirklich keiner bei ihm. Viel zu frei, wie er da an den Ball kommt. Ja und die Bude, die macht er dann ganz locker fluffig zum 0-1 rein. Also Gegentor und damit liegen wir erstmal hinten, damit sind wir im Rückstand. Jetzt heißt Gas geben, Jungs. Meier, Pütt. Gut gemacht. Schöner Ball auf Scheibel. Scheibel sieht da vorne Parker durchlaufen. Parker mit dem Schuss. Czauner ist da, aber das war gleich mal ein Zeichen, dass wir hier weiterhin mitspielen werden, dass wir hier heute das Ding trotzdem drehen werden. Czauner, weiter Ball nach vorne. Nach einer knappen halben Stunde. Matuschik gegen Scheibel. Kommen wir leider nicht hin. Bigalke gegen Borschuk macht das gut. Borschuk kommt nicht hin. Brücker ist wieder da. Brücker ist nochmal da. Und das gibt's doch gar nicht. Was ist denn mit Brücker los? 32. Minute, 2. Treffer. Das ist der 2. Schuss von Köln im Spiel. Und die sind bisher eiskalt. Hat er Glück, dass er nochmal an den Ball kommt gegen Günther, der dann nicht viel machen kann, ja. Und da, ja, kommt Fährmann überhaupt nicht hin. Meine Güte, Jungs. Was ist denn los? Also, viel Glück natürlich jetzt auch bei den 2 Toren, aber nichtsdestotrotz, nach vorne geht auch nicht viel, ne? Jetzt vielleicht mal Pütt. Geh mal vorbei, schafft er nicht. Spielt in die Mitte, Matuschik ist erstmal da. Das riecht ja jetzt schon fast nach einer Niederlage, so langsam.
nach der vierten Niederlage im 28. Spiel, im 29. Spiel. Nochmal der weite Ball, kommt wieder nicht an. Wieder Maro, der diesmal da ist, der Ex-Klubberer auf Bigalke. Und Parker kommt leider nicht hin. Pinzi. Kein Abseits, doch, wieder Abseits von Brücker, jetzt schon das dritte Mal. Ja, aber die machen das nicht schlecht, die Kölner. Die machen das echt nicht schlecht. Und gibt es hier wirklich die Derby-Niederlage. Das wäre so ein bisschen noch das Schlechte jetzt an der Saison. Natürlich jetzt nicht übertrieben schlimm. Aber schön ist es auch nicht, im Derby zu verlieren. Jajalo, aufgepasst. Borsche, gut gemacht. Eröffne das Spiel. Spielt auf Pütt. Komm, jetzt nochmal ein schöner Angriff nach vorne. Praktizieren. Nochmal Gas geben. Scheibel, aber Pinzi ist da. Das ist heute zu wenig. Da fehlt heute so ein bisschen der Kampf der Wille. Das muss noch besser werden, wenn wir da noch drei Punkte holen wollen. Scheibel, viel Platz. Spielt auf Parker. Parker aber alleine erstmal gegen Parker, nicht Scharker. Und Schauner ist da. Wir werden auf jeden Fall in der zweiten Halbzeit mal ein bisschen umstellen, ein bisschen offensiver rangehen, ein bisschen mehr pressen. Wie gesagt, das ist mir alles noch zu wenig, was wir da aus den Bällen machen. Pütt, jawohl, holt den sich nochmal auf Meier. Meier, schön auf Scheibel. Scheibel, auf Parker, jetzt setz dich durch. Parker, ne, gerade ein Brücker kriegt den. Parker kriegt den leider nicht. Wenn er den sich auch nochmal gescheit vorlegt, dann könnte es hier eventuell 2-1 stehen. 44. Minute, können nochmal mit der Chance im ersten Durchgang, aber Schwertfeger macht das überragend. Meier, nach vorne gelegt. Parker kommt nicht hin. Pinzi, schlechter Ball, aber auch Gnabry holt ihn sich wieder. Gnabry wird gelegt, muss die gelbe Karte geben hier für den Captain der Kölner. Aber gibt es anscheinend nicht. Nachspielzeit 2 Minuten angezeigt. Jetzt nochmal der weite Ball nach vorne. Jetzt brauchen wir auch nochmal die Fans. Gnabry. Oh, nicht gut gemacht. Ball wird da noch abgeblockt. Pinzi ist erstmal da. Gnabry kann ihn leider nicht annehmen. Jajalo legt nochmal in die Mitte. Pinzi, und das dürfte jetzt erstmal gewesen sein. Jawohl. Also meine Lieben, Halbzeit 5, 0:2. Hatten wir lange nicht mehr so ein Spiel gegen den ersten FC Köln. Mit 62% Ballbesitz die Kölner die dominierendere Mannschaft. Jetzt nicht, dass sie überragend wären, aber sie spielen auf jeden Fall, stand jetzt den besseren Fußball. So viel steht fest. Gehen auch verdient in Führung. Auch wenn vielleicht das 2-0 etwas hoch ist, aber ein 1-0 wäre auf jeden Fall oder ist auf jeden Fall hier verdient. Ich würde sagen, wir sind angeschlagen, aber nicht K.O. Freunde, gebt nochmal Gas. So nicht. Ich bringe jetzt einen Weißer für Gnabry. Beziehungsweise, nee, ich bringe Weißer für Pütt. Pütt ist schon gelb vorbelastet. Lass Gnabry drin. Und dann gucken wir mal rein. Also, gleich mal der Wechsel zu Beginn der zweiten Halbzeit. Mal gucken, vielleicht haben wir ja wieder diese Comeback-Möglichkeiten oder Comeback-Qualitäten hier in unserem Team. Und ich wollte ja schmarrn, ich wollte ja in der Taktik nochmal was machen. Habe ich jetzt wieder ganz vergessen hier. Halt, Aufstellung, Taktik. So, ich will ein bisschen mehr pressen hier. Und Laufweg technisch, ja nee, da passt das eigentlich. Aber das Pressing noch ein bisschen hochdrehen. Also, damit hier Köln wirklich ein bisschen mehr in Bedrängnis kommt. Ja, hallo, gut gemacht von Schwertfeger und Parker ist da. Das sieht doch jetzt schon viel besser aus. Schön durchgesetzt. Jetzt Gnabry. Oh, braucht so lang Gnabry. Muss er in der Mitte spielen. In die Mitte spielen. Da waren wir schön freigestanden. Jajalo, weiter Ball. Borsiuk. Holt er ihn sich noch. Ariel Borsiuk. Nein, aber Meier ist da. Macht er schön. So, jetzt muss er schnell gehen. Parker. Oh, will wieder ins Dribbling. Aber Schorch steht da ein bisschen zu gut. Gnabry, gute Grätsche. Nochmal, gibt nochmal Gas gegen Bigalke. Kommt nicht hin. Brücker, wieder aufgepasst. Das wird gefährlich. Brücker wird gelegt. Und es gibt den Freistoß und das aus einer richtig guten Position. 50. Minute, wenn es jetzt fällt, ist es die Entscheidung. Aber es fällt nicht. Fährmann springt, hätte er gar nicht gemusst. 63% Ballbesitz, wie gesagt, für Köln, das ist sowas von ungewohnt für uns. Also wir sind heute einfach nicht drin. Vielleicht sind die Gedanken bei den Jungs schon ein bisschen zu sehr beim großen Spiel gegen den FC Bayern München. Und nicht mehr zu sehr oder nicht mehr so arg heute hier dabei. Das ist der Wahnsinn. Der kommt aber auch immer durch, ne? Pfostentreffer hier durch Brücker. Der kann sich da an 3 Verteidiger von uns vorbeischleichen. So nicht. Meier. Schöner Ball auf Parker. Der muss rein. Parker, der ist drin. 54. Da kommt die Faust. Da kommt die Schlappi-Faust. Jawohl. Es sieht wieder gut aus. Anschlusstreffer im Tivoli. Wir sind wieder zurück. Wir sind wieder da. Und jetzt kann es nochmal richtig eng werden für die Kölner. So, Wiederholung weggeklickt. Jetzt bin ich heiß. Also, Sean Parker schön freigespielt von Meier. Nächste Vorlage von ihm. Und Parker macht die Bude und es steht nur noch 2:1. Und jetzt können wir doch vielleicht mal ein bisschen nochmal Gas geben. Brücker, aufgepasst. Borsiuk, Brücker, Fährmann ist da. Vielleicht haben wir jetzt halt Blut geleckt. Vielleicht geht jetzt nochmal was in diesem, ja, für uns schon irgendwo wichtig fürs Prestige und so weiter, aber von den Punkten her unwichtigen Spiel, wo wir heute nochmal wirklich alles vor heimischem Publikum zeigen können. 60. Minute, Wechsel bei Köln, gibt aber jetzt, oder war es ein Wechsel? Ich weiß es gar nicht.
Gibt auf jeden Fall jetzt den Einwurf. Borschio, guter Ball auf Parker. Guck mal, Meier ist durch. Oh, gut abgegrätscht. Ganz, ganz wichtige Grätsche da von der Kölner Innenverteidigung. Bröker, aufgepasst. Bröker. Wir müssen drauf. Borschio, Bröker. Fährmann ist da. Fährmann hat das Ding. Uiuiuiui. Das wird nochmal richtig brutal werden. Fährmann, 30 Minuten haben wir nochmal zu spielen. Ich überlege gerade, wie ich wechseln möchte. Meier, Ball kommt leider nicht an. Die Galke kann den Konter einleiten, aber mit einem schlechten Ball. Borschuk mit einem guten Ball, Weißer. Schönes Ding. Auf Meier. So, jetzt komm. Meier sieht Scheibel. Scheibel. Schau mal, Parker. Parker ist frei. Parker mit dem Schuss. Und da ist wieder der Keeper. Aber wir kriegen die Kunde nochmal mit Scheibel. Und wieder Czauner. Und wieder ist er da, der Teufelskerl. Und hat das Ding. 66. Minute. Vielleicht jetzt mal das Tor nach einer Ecke. Ich meine, Ecken sind bisher unsere Stärke, was die letzten Wochen angeht. Wir gucken rein. Gibt's die Möglichkeit? Gute Ecke, aber ein bisschen zu weit nach hinten. Aber den kriegen wir nochmal mit. Borschuk. In die Mitte klingt Scheibel. Drin das Ding. Ausgleich. 68. Minute. Aachen ist zurück. Ach, ist das geil. Wir sind zurück. Wir holen momentan den Punkt. Richtig, richtig geile Aktion. Gut gespielt. Und Schlappi natürlich voll aus dem Häuschen. Geht da richtig ab. Wunder Kubar gemacht von Borschuk. Der macht das überragend. Also das Tor gehört zu 95% einem Ariel Borschuk. Und wir gehen rein, wir wechseln. Ich bringe jetzt, wen bringe ich denn? Wir haben Schwan und wir haben Mölders auf der Bank. Ich nehme jetzt erstmal gar keinen raus. Das gefällt mir bisher richtig, richtig gut. Schorich, weiter Ball nach oben. Gnabry kriegt ihn und jetzt haben wir natürlich den Aufwind. Jetzt geht hier nochmal was. Jetzt gibt's den Derby-Sieg, hoffe ich. Gnabry wird gelegt. Gibt den Freistoß und wahrscheinlich auch die gelbe Karte hier für die Kölner. Und wenn das, nee, ich dachte schon, wenn das der Captain ist oder wer auch immer das vorhin war, dann gibt's hier gelb-rot, aber es bleibt bei der gelben Karte. Wir müssen jetzt trotzdem rein, wir müssen jetzt wechseln, fällt mir gerade auf. Ich nehme jetzt einen Parker raus, bring einen Mölders. Liegt einfach daran, dass wir jetzt dann gegen die Bayern spielen und wahrscheinlich unter der Woche, sprich, wir müssen auch ein bisschen Kräfte schonen. Wir dürfen jetzt nicht zu fanat in dieses Spiel reingucken, sondern müssen auch ein bisschen an die Zukunft, ans nächste Spiel denken. 74. Minute. Schwertfeger. Weiter Ball. Meier. Oh, den, wenn er annimmt, hat er ganz viel Platz. Schafft's aber leider nicht. Bröker, aufgepasst. Bröker gegen Günther. Gut gemacht. Aber gibt den Freistoß trotzdem ein wichtiges Foul da, dass die Kölner nicht schneller nach vorne spielen können. 76. Minute, Giampiero, Pinzi raus, Sascha Rita beim 1. FC Köln ab sofort in der Partie. Schorch spielt's kurz raus auf Rita, der eingewechselte Mann mit einem schlechten Ball. Franz ist da, kann aber nur in die Füße von Jabo köpfen. Meier, schöne Balleroberung, schön auf Mölders. Ah, noch nicht richtig drin. Rita, nach vorne gelegt, auf Bröker, nein. Das gibt's nicht. Und wieso darf der da bitte schön so frei durchlaufen? Thomas Bröker mit dem nächsten Tor, mit dem dritten jetzt schon. Der darf da durchmarschieren und macht das dann auch ganz, ganz stark zum 3:2. Freunde, wir gehen rein. Wir wechseln nochmal. Ich bringe jetzt Schwan für Borschuk. Nicht hängende Spitze. So. Scheibel als Zentraler. Nee, ich lass mal Mölders als Zentralen ran. So, und jetzt heißt es volle Offensive. Jetzt, gibt es nicht mehr viel hier irgendwie anzugucken. Ich will jetzt zumindest noch den Punkt, Freunde. Unglaublich. Also da kämpfen wir uns so in die Partie zurück und dann passiert sowas. Das hätte jetzt nicht unbedingt sein müssen. 9 Minuten noch zu spielen. Jetzt gibt nochmal Vollstoff. Jetzt hat mit Schwan, mit Mölders und mit Schalbe vorne die pure Offensive. Noch dazu Meier, ein Weißer, ein Gnabry. Also viel offensiver geht es jetzt langsam nicht mehr. Weißer. Kriegt ihn nicht, aber der Ball ist nochmal da bei Mölders, gut gemacht, Mölders, Schauspiel, Mölders spielt Schwan, Riesending, nochmal abgewehrt und wir kriegen leider nicht den zweiten Ball, gewinnen leider nicht das Kopfballduell, aber die Möglichkeit war schon mal da, jetzt müssen wir da echt dranbleiben, Bröker, gut gemacht von Günther, diesmal fällt er nicht auf den Trick rein, Gnabry, was macht Gnabry, spielt in die Mitte, auf Meier mit dem Schuss, am Tor vorbei, 86. Minute, gutes Ding vom Spielmacher, von Maxi Meier. Ihr merkt, die Chancen häufen sich. Vielleicht gibt es nochmal die eine Möglichkeit, um hier zum völlig verdienten Ausgleich zu kommen. Von Köln kommt in der zweiten Halbzeit nämlich so gut wie gar nichts mehr. Weißer, gut gemacht, wird dann gelügt, muss hier die gelbe Karte geben. Aber es gibt zunächst mal den Vorteil. Meier. Oh, Ball zu weit gespielt. Matuschik kann klären, aber es ist nochmal Meier da. Gut gemacht diesmal von Meier mit Schwan. Hacke, Scheibel. Hacke, Spitze. 1, 2, 3 da. Schön gespielt. Aber auch da leider ein bisschen zu wenig Gefahr drin. Schauen wir weiter mal nochmal nach vorne. Es ist die Nachspielzeit mittlerweile.
wenn jetzt hier nicht großartig wir den Ball schnell gewinnen, ist Feierabend. Weißer. Und das dürfte es, glaube ich, fast gewesen sein, oder? Meier, hol ihn dir nochmal. Hol das sich leider nicht. Brücker, Günther. Oh, wir sind durch. Sie sind durch. Franz, nochmal nach außen gespielt. Schwenke, schön nach vorne auf Meier. Und das war's. Meine Lieben, das war's. Wir verlieren das Derby gegen den 1. FC Köln. Die große Generalprobe vor dem Spiel gegen den FC Bayern München mit 3:2. Eine bittere Niederlage. Eine richtig bittere Niederlage. Dreimal Brücker. Wir haben uns nochmal zurückgefightet, zurückgekämpft. Aber am Ende hat es leider nicht sollen sein. Wir gucken mal rein. Ballbesitz technisch Köln immer noch ein bisschen besser. Aber von den Schüssen, von den Chancen wird die aktivere Mannschaft. Also ein Unentschieden mehr heute schon wirklich verdient gewesen. Noch dazu aufgrund dieses tollen Kampfgeistes unserer Mannschaft. Also ja, das Ergebnis täuscht so ein bisschen über die Leistung. Erste Halbzeit war nicht so toll von uns. Zweite Halbzeit dafür umso besser mit vielen, vielen Möglichkeiten. Ich meine, eigentlich so gut wie alles, was wir sehen, war in der zweiten Halbzeit. Von daher ein tolles Spiel, aber leider mit einem nicht so tollen Ende. Also, Niederlage gegen Köln, sind damit noch nicht sicher. Erster, 12 Punkte Vorsprung auf Düsseldorf, 15 Punkte sind noch zu vergeben. Sprich, theoretisch kann uns Düsseldorf noch einholen. Und wir haben natürlich jetzt Köln die Möglichkeit gegeben, nochmal mit einzugreifen. Bochum 52 Punkte, Mainz 50, Paderborn 49, Köln 48, Duisburg 46 und auch Braunschweig 46. Da ist noch jede Menge drin. Das wird nochmal, ja, spannend werden da hinten. Scheibe mit Bestermann mit einer 2,5, Parker mit einem Tor, Meier mit einer Vorlage, Borschuk mit der Vorlage und eben Brücker mit den drei Buden heute. Ja, der überragende Mann in diesem Spiel, ganz klar. Wir gehen rein. Zu Hause muss man eigentlich gewinnen. Der 1. FC Köln war heute zu schlagen, sehe ich auch so. Mit ein bisschen mehr Glück. Man hat gemerkt, das Glück war auf der Seite eines Thomas Brücker, muss man wirklich so sagen. Bei vielen, vielen Aktionen, auch bei den Toren, wo er dann wirklich nach vorne gelaufen ist, der Ball, ja, wo er sich durch zwei Mann durchgeschwanzt, kann man nicht sagen, weil durchgeschwanzt klingt gut, aber wo er sich wirklich irgendwie durchgebissen hat, der Ball jedes Mal zu ihm zurückgesprungen ist, ja, war ein bisschen blöd. Aber was wollen wir machen? Alles halb so wild, wir schauen nochmal hier schnell rein überall, ob da alles passt. Philipp Scheibel wird überholt von Tunsch, beziehungsweise sind wieder torgleich. Und das war's erstmal, würde ich sagen, mit dem 29. Spieltag, mit dem Derby. Nächster Part wird nochmal so ein bisschen die Vorbereitung sein auf das große Spiel gegen die Bayern und dann im übernächsten ist es soweit. Spiel des Jahres, jetzt so ein bisschen die Stimmung leicht bergab gegangen durch das 2:3. Aber man muss auch mal verlieren können. Ich meine, es ist gerade mal die vierte Niederlage. Es tut uns auch nicht weh, was die Liga angeht. Aber wir verlieren natürlich so ein bisschen an Form. Ganz klar. Das ist das, was mich so ein bisschen ärgert, vor so einem wichtigen Spiel dann, ja, 3 Punkte liegen zu lassen. Aber alles halb so wild. Wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben geben würdet, wenn es euch natürlich gefallen hat. Und wenn ihr mehr sehen wollt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr ein Abo dalasst. In dem Sinn, wir sehen uns dann in den nächsten beiden Parts, die somit wahrscheinlich die geilsten werden in dieser Saison. Euer Badeschlappen. Servus.